So, okay. Dann nochmal, herzlich willkommen in Dungeon Siege 3. Ja, das Spiel, das wir jetzt spielen. Ha, im Zuge des Diablo 3 Alternativtests. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es komplett durchspiele, wie lange ich es spiele. Wir spielen es einfach mal an und starten ein neues Spiel. Wir sind die 10. Legion. Exilanten eines sterbenden Reiches, die einst das Königreich Eb gegründet hat. 400 Jahre lang haben wir unser Volk geführt und beschützt. Wir sorgten für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Manche sagen, dass es der Tod des alten Königs war, der das Volk gegen uns aufgebracht hat. Aber es war Jane Cassinda, die das Schwert erhob und uns aus unseren Versammlungshäusern und Anwesen vertrieb. Ich war bei der entscheidenden Schlacht nicht dabei, als die letzten Überlebenden der Legion Jane Cassinda unter den Zweigen eines uralten Baumes gegenübertraten. Daher weiß ich auch nicht, welche Kräfte sie damals im Wald heraufbeschworen hat, um meine Kameraden und Freunde umzubringen. Nach diesem Kampf veränderte sich der Wald. Er verrottete, ging ein. Jane war die Einzige, die den Wald lebend verlassen hatte. 30 Jahre sind seit dem Niedergang der Legion verstrichen und Eb hat harte Zeiten durchleben müssen. Und zwischen Jane Cassindas Truppen im Osten und der königlichen Familie im Westen toben endlose grausame Kriege. Einige wenige Söhne und Töchter der Legion haben überlebt. Ihr gehört zu diesen wenigen. So, wir können uns jetzt für einen entscheiden. Das sind vorgefertigte Charaktere. Man kann keinen eigenen Charakter erstellen, leider. Aber der Lucas Montbaron ist quasi der Krieger. Soll ich es vorlesen? Das ist ein ziemlich langer Text. Auf jeden Fall ist er der Krieger. Er ist der Kriegertyp. Das hier ist die Caster-Schnecke. Sieht man, unverkennbar. Oh, oder ist es die Zauberin? Natürlich. Auf jeden Fall hat sie mit Feuer zu tun. Das hier ist so eher der Heilende, Legionsmagier. Ein Gelehrter der arkanischen Magie und beherrscht die Mächte der Schöpfung und Zerstörung. Mit Hilfe seiner entropischen Magie ist er in der Lage, große Bereiche mit verheerenden Zerstörungsenergien zu überziehen. Okay, was ist dann die? Ist in der Lage, frei zwischen ihrer menschlichen Gestalt und der Inkarnation des Feuerelements zu wechseln. In menschlicher Gestalt kämpft sie mit einem Stab oder einem Speer, wobei sie durch gezielte Einzelangriffe gleich mehrere Gegner auf einmal überwältigen kann. In ihrer feurigen Inkarnationsform schleudert sie Flammenstöße auf entfernt stehende Ziele. Oh, das hört sich cool an. Dann haben wir noch die, was ich ziemlich cool finde, weil ich generell Spiele cool finde, wo man mit zwei Knarren rumrennen kann. Und die kann das. Hört, hört. Und das macht sie auch. Das ist so ein Jägerverschnitt. Die habe ich nämlich kurz angespielt. Die Caster-Schnecke klingt gut, gell? Da bin ich auch der Meinung. Auch wenn ich vorhatte, den hier zu spielen, weil ich generell auch gern ein Kriegertyp bin. Feuerschnecke, Kriegertyp. Wir spielen die Feuerschnecke, komm. Auf Standard. Na, wir haben Hack und Slay Erfahrung. Ich richte mich an euch mit überaus dringenden Nachrichten. Ich habe immer geglaubt, dass ihr etwas Besonderes seid. Seit ich euch als Kind am Rand des Waldes fand, wo die Legion fiel. Wenn ihr wirklich eine Arken seid, ein Wesen aus den Legenden, dann seid ihr für mich ein Zeichen der Hoffnung. Und es war kein Zufall, dass ihr unter meine Obhut kamt. Als letzter Überlebender der Legion habe ich mein Bestes getan, für eure Sicherheit zu sorgen und euch in den Gebräuchen eures Volkes zu unterrichten. Aber Jane Cassinda jagt noch immer die Söhne und Töchter der Legion und alle, die uns etwas bedeuten. Ich befürchte, dass ihre Spionen uns stetig näher rücken. Wir können nicht länger warten. Noch haben wir eine Chance, uns zusammenzuschließen, die Legion neu aufzubauen und unser Land von Jane Cassinda zurückzuerobern, bevor es zu spät ist. Die Söhne und Töchter der Legion versammeln sich im Norden beim alten Mount Baron Anwesen
Ich bitte euch, uns im Tal von Ruckenwald zu treffen, so schnell ihr könnt. Helft uns, wieder aufzubauen, was verloren war. Euer treuer Freund Odo. Der Bodo. Ah, nee, der Odo. Tastenbelegung. Mir persönlich ist die Sprache momentan ein klein wenig leise, deswegen tue ich es nochmal um. Die Musik machen wir ein klein wenig so. Die Stimmen lassen wir etwas lauter. Weil ich weiß nicht, ob das Spiel eine coole Story hat, die man vielleicht hören möchte. Und deswegen lassen wir die Stimmen einfach mal ein bisschen lauter. Man kann auch Entscheidungen treffen. Das weiß ich. Und die Steuerung ist ein klein wenig gewöhnungsbedürftig, weil man mit der rechten Maustaste läuft. A und D, um die Kamera zu drehen. Echt 3D, ne? Ja, mit der rechten Maustaste steuert man. Da komme ich immer auf Kriegspfad. Ich bin es von Diablo und Torchlight anders gewohnt. Ich weiß nicht, ob das so ist, MXPC, dass man jetzt wirklich den Magier als so Außenstehender spielt. Moment, hier. Der Mann scheint ein Nachfahre der Legion zu sein. Er ist tot und eine gewaltige Schwertwunde klafft in seiner Brust. Dieser Mann muss ein Nachfahre... Okay, er hat ziemlich viele zahlreiche Stichwunden. Mehrere Pfeile ragen aus dem Rücken dieses jungen Mannes. Er muss überrascht worden sein. Ich muss das hier nochmal anpassen. Jetzt geht's weiter. Also grafisch sieht es auf jeden Fall cool aus. Kann man glaube ich nichts sagen. Ne? Hey, das ist doch so laut. Ich hab's doch umgestellt. So. Oh. Ich glaube, das ist so Combo, genau. Je öfter man die Taste drückt, umso mehr Angriffe führt sie durch. Grimmiger Hammer. Man muss alle Items mit E looten. Das heißt, nicht einfach draufklicken. Man hat einen eigenen Hotkey dafür. Guck, das ist doch eine Nahkämpferin in ihrer normalen Form. Nun, offensichtlich versucht noch eine Ratte der Falle zu entfliehen. Und an den Füßen deines Gegners wird der Rang angezeigt. Moment. Leertaste blockisch. Ist auf jeden Fall schon mal cool, dass das so ein AE-Angriff ist. Q, um zwischen den Haltungen zu wechseln. Was für Haltung habe ich denn? Hier rein, bevor die Söldner euch sehen. Okay. Das ist unser Krieger. Guck, da ist die Form. Oh, cool. Das ist die Haltung. Woo. Ich hatte schon Angst, es wären alle umgekommen. Geht es euch gut? Mir geht es gut, aber wer seid ihr? Sind wir uns schon einmal begegnet? Nein, aber Odo hat mir von euch erzählt. Die Kriegerin, die mit einem Speer kämpft. Mein Name ist Martin Giscard. Ich bin ein Freund von Odo und ein Sohn der Legion.
Was ist hier geschehen? Als ich hier ankam, stand das Gebäude in Flammen und alle waren tot. Wie konnte das geschehen? Es gab keine Warnung. Sie umzingelten das Haus und griffen sofort an. Ich weiß noch nicht einmal, wer sie angeheuert hat. Verdammt, sie haben uns wieder entdeckt. Wir können nicht länger warten. Ich habe eine Falle vorbereitet. 3 Fässer mit Schießpulver unten auf der Brücke. Dachte mir, ich lenke von meiner Flucht ab, falls sie mich aufspüren. Jetzt müssen wir nur noch die Zündschnüre entfachen. Los, auf zur Brücke! Auf zur Brücke! Ich komm. Krieger. Nein, ich schwebe. Jesus 2.0. Los, entfach die Zündschnüre. Ah ne, der konnte übers Wasser gehen, gell? 2 sind noch nicht entzündet. Beeilung. Nur noch eine. So. Ja, da wusste ich noch, wie es geht, ne? Das Mount Baron-Anwesen ging in Flammen auf und mit ihm meine Hoffnung auf ein Wiederaufleben der 10. Legion. Das dachte ich zumindest. Ich wusste nicht, dass ihr und Martin Giscard der Zerstörung entkommen konntet. Als ihr in die Nacht floht, trug ihr die Zukunft der Legion mit euch. Die Feinde dicht auf euren Fersen floht ihr auf ein ungewisses Schicksal zu und durchquertet die verlassenen Weiten des Tales von Ruckenwal. Während eurer Reise klammertet ihr euch an eine einzige Hoffnung, dass noch weitere Überlebende die sicheren Mauern des Versammlungshauses in Ruckenwal erreicht haben würden. Es war nur ein schwacher Hoffnungsschimmer, aber er reichte aus, um ihnen im Dunkel der Nacht genug Kraft zum Durchhalten zu geben. Solange ihr noch nicht euren letzten Atemzug getan hattet, lebte die 10. Legion weiter. Doch eure Feinde waren nicht weit, drohten euch einzuholen. Das Schicksal der Legion, das Schicksal von ganz Eb, ruhte auf euren Schultern. Also wir zwei sind die einzigen von der 10. Legion. In diesem Teil des Tals. Wir sind schon weit gekommen. Ich glaube, wir haben das alte Versammlungshaus fast erreicht. Wenn irgendjemand unserer Freunde noch am Leben sein sollte, werden wir sie dort finden. Was ist denn da überhaupt passiert mit dem Anwesen? Erzähl mal. Erzählt mir vom Angriff. An was erinnert ihr euch? Odo schickte Briefe an alle Nachfahren der Legion. Er wollte sie hier versammeln, als Legionäre ausbilden und dann das Land zurückerobern. Die meisten waren bereits angekommen, als uns die Söldner fanden. Sie umzingelten das Anwesen. Sie müssen die Wachen wohl umgebracht haben. Sie brachen durch Fenster und Türen ein und töteten jeden, den sie finden konnten. Dann steckten sie das Haus in Brand. Genug gehört, würde ich sagen, ne? Das reicht mir erstmal an Informationen über den Angriff. Richtig. Vielleicht kann uns Odo mehr erzählen, falls er noch lebt. Lasst uns weitergehen. Wir können uns später mehr unterhalten. Ihr habt recht. Das Versammlungshaus ist nicht weit entfernt. Folgt mir. Sehr schön. Wo war denn da ein Logik-Fail? MXPC. Ah, da kann man speichern. Das sind die Speicherpunkte. Das erinnert mich sehr an Final Fantasy VII. Wenn unsere Feinde wüssten, dass wir beim Anwesen sein würden. Möglicherweise haben sie unsere Flucht zum Versammlungshaus geahnt. Jedoch haben wir keine Wahl. Wir wollten uns dort treffen. Wir müssen wachsam bleiben. Sie könnten überall auf uns lauern. Zu jeder Zeit. Oh. In menschlicher Gestalt führt Anjali schwungvolle Angriffe mit dem Speer aus. Nützlich gegen Gruppen. Ich habe doch Items gekriegt. Auf C meine ich war das. Ah, genau, ausrüsten. Oh. Nehmen wir den 9. Das sieht man instant, was man gekriegt hat. Ich glaube, ist das hier das Angriffsteil für... Was ist denn das? Ein Feuerjantra, genau. Das ist das Angriffsteil für... Wenn ich in Feuerform bin. Glaube ich. Wow. Die ist cool. Die hat eine coole Frisur. Ne?
Ein Heereslager. Les Kanzi, wie es aussieht. Das kann kein bloßer Zufall sein. Wir sollten uns umsehen. Okay. Unser Auftraggeber hat ein Kopfgeld in Höhe von 500 Goldmünzen auf die Köpfe aller Legionäre ausgesetzt. Tot oder lebendig. Bei den Toten wird nur nach Beweisvorlage gezahlt. Gute Jagd! So, auf uns wurde also ein Kopfgeld ausgesetzt. Das heißt, sie wissen, dass wir leben. Vielleicht finden wir heraus, was sie planen. Okay, noch ein Stab? Noch ein Hammer? Das kann man sogar mit der Tastatur komplett steuern. Man braucht gar nicht hier die Maus klicken, fällt mir gerade auf. Ist cool. Ich glaube, das ist eher so ein Spiel, das mehr so einmal auf Story setzt. Nicht unbedingt eins wie Diablo, das man durchspielt und immer wieder spielt, weil man sich besser equippen will. Außer vielleicht man spielt es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Dort ist sie, die Brücke zum Versammlungshaus. Okay, dann gehen wir noch hin. Moment, wir gehen zuerst hier rum. Ein weiteres Lager. Sie haben eine ganze Armee angeheuert. Das waren alle. Lasst uns im Versammlungshaus zurückkehren. Lol, ich habe mir mit dem Jägerverschnitt einen abgebrochen. Und jetzt die haut sie alle einfach so weg. Bisschen Kommt Feuer. Schon. Das Versammlungshaus liegt in der anderen Richtung. Aber okay, die ist natürlich cool. Dort vorne sieht es nach Ärger aus. Die Fässer auf der Brücke, du hast... Ja? Was? So, so. Scheint, als würde ich doch noch Gewinn bei diesem Auftrag machen. Das ist einer der Kopfgeldjäger. Geh beiseite! Aus dem Weg. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Gesprochen wie eine Frau von der 10. Legion. Arrogant und töricht. Was für ein Glück, dass ich euch zuerst gefunden habe. Für eure Köpfe werde ich sicher einen schönen Bonus einstreichen können. Zeit zu sterben. Ihr meuchelnder Abschaum. Für meinen Kopf bekommt ihr keine Belohnung. Werdet munter, Leute. Zeit, etwas Gold zu verdienen. Ich glaube, so... Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Da unten ist meine Lebensanzeige. 20 habe ich noch. Jetzt muss ich doch kiten. Ich werde doch jetzt nicht sterben. Der Bogdan! Wo ist mein Krieger? Da kämpft er rum. Verdammt, ich wurde getroffen. Von der Waffe dieses Bastards. Wenn wir Glück haben, ist Odo auf der anderen Seite dieses Tors. Okay. Bei dem einen Fass war die Lunte kürzer. Okay, ist hin. Das ist aber ein sehr. Das ist ein. Ne? Ihr seid beide am Leben. Aber ich dachte nur, ich hätte überlebt. Odo, ihr habt es geschafft. Aber wo sind. Die anderen? Die Frauen und Männer, die ich 30 Jahre lang beschützt habe? Tot. Alle tot. Am Bodo, was machen wir denn jetzt? Wer könnte noch überlebt haben? Wir müssen sie finden. Was ist mit Lucas Monburn? Ich habe ihn bei der Versammlung nicht gesehen. Er wusste nicht, wo wir uns treffen und könnte also noch am Leben sein. Und es gibt noch eine Überlebende. Diese Halbblut Les Kanzi. Ich konnte sie nicht überzeugen, sich uns anzuschließen. Aber jetzt hat sich die Lage der Dinge verändert.
Es könnte noch den einen oder anderen geben, der noch nicht angekommen war, als wir angegriffen wurden. Schwer zu sagen. Ich glaube, das war der Krieger, gell? Kann ich dann mit dem eine Grube bauen? Und die Halbblutless kann sie, ist das nicht die Jägerin? Wenn sie am Leben sind, werde ich sie finden. Martin, ihr bleibt besser hier. Das sehe ich auch so. Ihr blutet, Giscard, und ihr könnt kaum aufrecht stehen. Ich werde mich um Martin kümmern, aber in diesem Zustand wird er euch keine Hilfe sein. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr die anderen findet. Der kann kaum aufrecht stehen, ist auch ein Logikfehler, ne? Der steht schon die ganze Zeit astrein nebendran, oder? Ich bin bereit. Dann werde ich das alleine erledigen. Begebt euch nach Rabenbach. Überquert einfach die Brücke und geht dann an der Kreuzung nach rechts. Versucht Lazar Basili, den Stadtbojar, zu finden. Er ist ein alter Freund und wird alles tun, um uns zu helfen. Und passt auf euch auf. Diese Söldner sind noch hier im Tal. Haltet die Augen offen und kehrt wohlbehalten zurück. Ein Löffel ab. Levelaufstieg. Steigst du im Level auf, erhältst du Fähigkeits-, Fertigkeits- und Talentpunkte. What the fuck? 3 Punkte. Setze sie ein, um deinen Charakter auf verschiedene Arten zu stärken. Fähigkeit ist eine neue Aktion, die dein Charakter ausführen kann. Sobald du sie erworben hast, werden sie 1, 2 oder 3 zugewiesen. Ah, den Tasten, den Hotkeys. Insgesamt kannst du 9 Fähigkeiten lernen, doch du erhältst nicht mit jedem Levelaufstieg Fähigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte? Ich glaube, da kommen wir jetzt sowieso dazu. In diesem Level hast du dir einen Fähigkeitspunkt verdient, mit dem du eine neue Fähigkeit erwerben kannst. Im Moment hast du nur Zugriff auf die Rekrutfähigkeiten. What the fuck? Ich bin doch kein Rekrut. Von denen du bereits 2 besitzt. Die letzte Fähigkeit ist die Verteidigungsfähigkeit. Bitte erwerb jetzt deine Verteidigungsfähigkeit, innere Wärme. Defensiv. Anjali erlangt einen Zustand innerer spiritueller Wärme, der innerhalb von 30 Sekunden Gesundheit bis zu 50% wiederherstellt. Okay. Müssen wir ja sowieso nehmen. Bleibt ja keine andere Wahl. Wir sind ja Rekrut. Und jetzt kann ich, glaube ich, von innerer Wärme 1 wählen. Genau. Ich kann es upgraden. Das die Fähigkeit. Aber man muss mich für 1 entscheiden. Versenkte Wärme. Pro Stufe versenkte Wärme hat Anjali eine 10% Chance, ihren Feinden zu schaden, wenn sie im Nahkampf angegriffen wird. Oder wenn sie innere Wärme anwendet, erhält sie sofort 2% ihrer Gesundheit pro Stufe. Funke der Erholung zurück. Das nehmen wir. Und jetzt kann ich noch ein Talent mir kaufen. Warum braucht ihr eigentlich Beweglichkeit? Bekommt einen 5% Bonus auf Willen pro Stufe, strahlende Willenskraft? Warte, okay, das ist das. 5% werden von der Beweglichkeit werden dem Blockwert pro Stufe zugefügt. Kritische Treffer besitzen eine Chance von 4% pro Stufe, die Feinde zu leben. Naja. Besitzt eine 10% Chance, Gesundheit zu regenerieren, wenn sie getroffen wird. Wir nehmen das hier. Ich baue die zur Melee, zur Nahkampfschnecke aus. Eine Nahkampfschnecke. Auch wenn die Form dann nicht wirklich passt, ne? Da ist die Form dann besser. Treffen im Norden. Ich habe eine Energiesphäre erhalten. Das ist doch die hier. Du kannst eine aufgefüllte Energiesphäre dazu einsetzen, um einen Energieangriff auszuführen. Ah, ne, hier. Oh, Shift. Shift muss ich gedrückt halten, genau. Und dann drücken. Und dann einen Linksklick und dann gibt es die Action-Attacke. Aber jetzt habe ich keine Energie mehr. So, komm. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Hier war vorher die Tür zu, ne?
Für sowas ist der Formwechsel cool, die Haltungswechsel. Meine Archon-Form. Viele? Nein. Wow. Leertaste und 1. Es kommt ein bisschen spät. Ich bin gestorben. Ein Glück ist es kein Hardcore-Charakter. Rabenbach. Der einzige Ort im gesamten Tal. Wenn unsere Feinde wüssten, dass wir beim Anwesen sein würden. Möglicherweise haben sie unsere Flucht zum Versammlungshaus geahnt. Jedoch haben wir keine Wahl. Wir wollten uns dort treffen. Wir müssen wachsam bleiben. Jetzt nicht wirklich. Sie könnten überall auf uns lauern. Zu jeder Zeit. Ich muss jetzt nicht wirklich mich durchkloppen. Und das Speichersystem ist Mist. Das ist Mist. Als Diablo und Krams verwöhnter Spieler will ich doch jetzt nicht alles nochmal spielen wollen. Ein Heereslager. Lescanze, wie es aussieht. Das kann kein bloßer Zufall sein. Wir sollten uns umsehen. So, auf uns wurde also ein Kopfgeld ausgesetzt. Okay, ich überspringe jetzt natürlich die ganzen Dialoge. Wie konnte ich auch sterben? Dort ist sie. Die Brücke zum Versammlungshaus. Was ein Scheiß. Dort vorne sieht es nach Ärger aus. Ha? Aus dem Weg. Was für ein Glück. Werde. Aber gegen den war es auch knapp gewesen, ja? Gegen den Bogdan. Oh, genau, block den. Hinter uns kommen noch mehr. Oh, warum? Die waren doch eben noch nicht da. Die kamen doch das letzte Mal, ne? Komm, heilig. Stirb! Verdammt, ich wurde getroffen. Von der Waffe dieses Bastards. Oh. Der Jammerlappen. Echten Jammerlappenkrieger. Skill Mafuror! Wenn wir Glück haben, ist Odo auf der anderen Seite dieses Tors. Das nervt mich auch, ja? Das Speichersystem nervt. Die anderen, die Frauen und Männer, und dann ist da der königliche Hof. Und es könnte noch... Ich werde mich um Martin kümmern. Dann werde ich... Und okay, ich skill jetzt noch schnell, dann sind wir schon wieder auf dem Standpunkt, wie wir waren. Bup. Das war hier. Und hier. Ne? Okay. Jetzt speichere ich zuerst, bevor ich mich da in das Feindeslager begebe. Das nervt wirklich. Oh Gott. Das ist auch tatsächlich auf dem Final Fantasy stand, ne, das Speichersystem. Da kommen sie schon. Das ging ratzfatz, wo ich umgekippt bin. Das war ja keine. Shift gedrückt halten und die linke Maustaste. Oh, okay. So. Also muss ich wirklich zu jedem Speicherpunkt, wo ich komme, speichern. Und wehe, ich sterbe. Jetzt tue ich erstmal meinen Charakter ausrüsten. Ich habe irgendwelche grüne Handschuhe gekriegt. Handschuhe waren es, glaube ich. Erstmal den Stab. Der ist hier. Da habe ich gar nichts gekriegt jetzt. Okay. Habe ich vielleicht nicht alles geplündert?
Ein Helm, Helm der Rache. Ich habe gar keinen Helm auf. Okay, jetzt kommt das schwere Teil. Jetzt kommen wieder die viele, meine ich, ne? Nee. Also es ist auch für eine Hotkey-Belegung, für eine komische. Leertaste und 1. Ah, guck, so regeneriere ich tatsächlich Lebenspunkte. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh. Wow. Yay. Ach, jetzt brauche ich mehr Energie. Aber ich glaube, ich kann sie einzeln bekämpfen. Was schon mal cool ist. Komm schon. Was haben wir da? Das scheint die Leiche eines Leskani-Söldners zu sein. Ihm wurde die Haut abgezogen, Jamm und die Knochen wurden von scharfen, dünnen Zähnen angenagt. Ist ja auch nicht verwunderlich. Moment, da hat irgendwas mit Wasser gestanden. Ist da irgendwas im Wasser? Spuren um den Körper herum führen ins Wasser. Ja, super toll, was soll das sein? Eine Falle! Ein Möbiusband. Lass gucken. Neues Gear. Habe ich nicht Stiefel aufgesammelt? Da waren doch irgendwo Stiefel. Wo waren die? Hey, da haben doch irgendwo Stiefel gelegen. Die Chefin mag keine Abstimmung gegen mich spielen. Da liegt der Hund begraben. Und ich bin auch jetzt nicht so unbedingt in der Hearthstone-Stimmung. Ich werde jetzt mal noch eine kleine Runde anspielen, da. Wir kommen in Rabenbach. Ihr seid ein Legionär, nicht wahr? Hierher zu kommen war eine schlechte Idee. Habt ihr Lazar gesehen? Wisst ihr, wo ich Lazar Vasili finden kann? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nicht seit die Söldner hier sind. Einige Leute in der Stadt wissen vielleicht mehr, aber ich bezweifle, dass sie mit euch sprechen werden. Ey, sowas fragt man doch nicht. Lasst ihr mich durch. Werdet ihr mich jetzt vorbeilassen oder nicht? Ich habe nicht Befehl, euch aufzuhalten. Öffnet die Tore! Zeig mir, wo der nächste Speicherpunkt ist. Unteres Rabenbach. Oh, das sieht cool aus. Da ist er. Charaktere mit einem Ausrufungszeichen über ihrem Kopf dargestellt werden, möchten dir eine Quest anbieten. Ein Glück gibt's das Tutorial. Bitte, lasst mich bitte einfach nur in Ruhe. Kann eine Witwe nicht einmal in Ruhe trauern? Was ist denn passiert? Wie ist euer Mann gestorben? Dieser Söldnerabschaum ist einmarschiert und hat Rabenbach erobert. Mein Mann, Watzlaw, war ein Wachtmeister in dieser Stadt.
Watzlaw hat die Eindringlinge zur Rede gestellt und einer von ihnen hat ihn ohne zu zögern niedergestreckt. Kaltblütig ermordet. Ich verfluche alle Leskanzi. Wir müssen doch Leskanzi suchen. Aber ich helf ihr natürlich. Der Mörder muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wer war es? Ich hörte, wie die anderen seinen Namen Boris riefen, als er... Ich bitte euch, Legionär, rächt dieses Verbrechen. Rächt meinen Mann. Natürlich. Ich werde Gerechtigkeit walten lassen, das verspreche ich. Wie sieht Boris aus und wohin ist er gegangen? Er trug einen Verband übers Gesicht. Bringt mir diesen Verband, dann weiß ich, dass der Bistkerl tot ist. Ihr müsstet ihn im Nordosten der Stadt finden. Im Nordosten. Ich glaube, dieses Symbol mit dem Pfeil zeigt mir die Nordrichtung an. Also das zeigt nach Norden. Die Ludmilla. Im Nordosten ist doch eigentlich... Wo ist der Boris? Bist du der Boris? Kann ich dich angreifen? Tisch? Nee, ich kann hier gar nicht angreifen. Guck mal einer an. Aber hier ist er auf jeden Fall mal nicht. Aber hier ist eine Truhe. Oh. Schön sieht's aus. Kann man eigentlich nichts sagen, ne? Wenn man so nah dran ist, ist zwar nicht unbedingt hochauflösend alles. Aber so aus der Distanz sieht es cool aus. Okay, lass mal hier weitergehen. Die Leskanzi haben die südliche Brücke zerstört. Es gibt keine Hoffnung auf Rettung. Was stehen da für Typen? Ich hätte nach Stonebridge ziehen sollen, als ich noch die Möglichkeit hatte. Jetzt hast du Pech. Jetzt ist die Brücke kaputt. Kein Point of Interest. Nirgendwo. Die Söldner haben Hexen bei sich. Vielleicht 20 oder mehr. Gut. Die Söldner haben Hexen bei sich. Vielleicht 20 oder mehr. Ihr seid in Gefahr. Ich kann euch helfen, aber wir müssen diskret sein. Gebt vor, mich zu kennen, als seien wir alte Freundinnen. Vertraute, die einander Geheimnisse über ihre Liebhaber erzählen. Okay, ich spiel mit. Also, schön euch wiederzusehen, meine Liebe. Katharina, und ich danke euch. Angesichts meiner Herkunft hätte ich nicht erwartet, dass ihr mir gleich vertraut. Diese Stadt ist eine Falle. Eine Armee Leskanzi-Söldner versteckt sich in Oberrabenbach hinter den Mauern. Im Wald, außerhalb der Stadt, sind noch mehr von ihnen. Sie warten auf euch und eure Freunde. Die Frau, die sie angeheuert hat, sie geht kein Risiko ein. Okay, war das vielleicht die mit dem Mann da? Das ist auf jeden Fall die Jägerin. Ne? Die mit den zwei Knarren oder mit der Schrotflinte. Ihr sagt, diese Stadt sei eine Falle. Welche Rolle spielt ihr dabei? Ich bin der Köder. Ich sollte nach Legionären Ausschau halten und die anderen warnen, sobald ich euch gefunden habe. Sie würden aus allen Richtungen kommen und euch gefangen nehmen. Oder töten. Aber meine Schwester und ich haben andere Pläne. Die Falle wird also nicht zuschnappen. Pech für meine Auftraggeberin. Ich höre euch zu. Erzählt mir auch den Rest. Folgt der Straße nach Westen aus der Stadt heraus. Meine Schwester wartet dort in einer Höhle auf euch. Ihr Name ist Leona. Ihr solltet mit ihr sprechen. Also gut. Ich werde eure Schwester aufsuchen und mir anhören, was sie zu sagen hat. Wir sollten nicht zusammen gesehen werden. Ich nehme einen anderen Weg und treffe euch später, wenn ich kann. Tu das. Oh, die hat sich weggezaubert. Ciao, Black. Ich wünsche dir was. Einen schönen guten Abend noch. Da ist wieder der Speicherpunkt und wir sollen nach Westen und wir gehen auch gerade nach Westen. Wenn das passt mit dem großen Pfeil, dass es wirklich Norden ist, dann gehen wir jetzt nach Westen.
Östlicher Wald. Da müsste die Schwester warten. Gespeichert ist. Ich bin ganz relaxed. Ja! Kommt her. Das mit der Energie habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn ich mich jetzt heile, ist meine Energie leer. Und wie die sich dann wieder auffüllt? Mit dem Kämpfen? Mit dem Gegner töten? Ah, ein Boss! Oh mein Gott, jetzt kriege ich auf die Fresse. Hier. Oh mein Gott. Ey, wie können die mich auf so einen Boss loslassen? Ja, komm, komm, komm. Okay, jetzt ist meine Hitpoint-Regeneration an. Das hier ist der Boss. Ah, das sieht auch so aus wie ein Boss. Ein Pirat! Der hält viel aus. Boah. Aber das Kiten, der ist doof. Das ist kein Boss, der auf Intelligenz basiert. So, jetzt kriegt er auf die Fresse. Achtung! Ey, ich habe mein Selfie angeschmissen. Im Übrigen habe ich tatsächlich Bodo gesagt und nicht Odo. Das war aber völlige Absicht natürlich. Es ist für mich der Bodo. Wie er sich anpirscht, oder? Story-Gegenstand erhalten. Goldene Statue. Und eine Truhe. Juhu! Das Plündererherz. Schlägt höher. Aber ich muss da doch eigentlich, muss ich da durch oder muss ich den kurzen Weg da hoch? Lass erstmal equippen. Jetzt habe ich doch was aufgesammelt. Genau hier. Physischer Schaden pro Sekunde. Rüstung, Lebenspunkte. Wenn man drüber fährt, sieht man aber nicht, was das für Auswirkungen hat. Wie viel Prozent Schaden absorbiert werden. Oder sieht man das hier? Rüstung 13? Nee. Ich gehe erstmal einen schmalen Weg hoch. Oh. Das ist ein klein wenig störend, dass die alle gleich aussehen. Jeder hat die gleiche Haarfarbe. Oh mein Gott. Eine gefährliche Void Zone. Oh, cool. Die Sturmliedhöhle. Ist das die Höhle, wo die Schwester versteckt ist? Bestimmt.
Da ist sie doch. Ah, gut, da seid ihr. Ich hatte schon befürchtet, meine Schwester wäre zu spät gekommen und ihr wird getötet oder von den anderen gefangen genommen worden. Was wollt ihr von mir? Man sagte mir, ihr hättet Informationen, die nützlich sein könnten. Direkt zum Geschäft also? Wie ihr wünscht. Ihr wart nicht die Einzige, die dem Gemetzel im Anwesen entkommen konnte. Aber die anderen wurden bald wieder eingefangen oder umgebracht. Redet weiter. Bitte erzählt mehr. Die Zeit könnte knapp werden. Dies ist mein Angebot. Ein Schlüssel, der die Zellen der Gefangenen öffnet. Wenn ihr euch beeilt, können sie vielleicht noch gerettet werden. Ha, okay. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Alex. Ich tue es. Ich mach's einfach. Komm, das wird schon nicht falsch sein. In Ordnung. Ich nehme euer Geschenk an und wenn ihr euch als aufrichtig herausstellt, habt ihr meinen Dank. Ich bin erfreut zu sehen, dass ich mich nicht in euch getäuscht habe. Geht jetzt. Es wäre besser, wenn ich woanders wäre. Vielleicht sprechen wir uns wieder, wenn diese Geschichte beendet ist. Wer weiß, eben war sie wieder kurz da. Dann war sie wieder weg. Ist das halt ein Speicherpunkt? Die Welt sieht echt schön aus. Von Namen nett. Von Nichtnamen sieht sie schon cool aus. Was habe ich jetzt gemacht? Steam speichern? Steam-Daten gespeichert? Ja! Da sind sie wieder, die rothaarigen Musketiere. Oh, die haben sogar Helme. Oder Hüte. Das ist die Elite. Wow. Das war knapp. Aber no risk, no fun. Die hat ihren Heal schon. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Manchmal, die kämpft einfach in eine Richtung weiter, auch wenn mein Mauszeiger in einer ganz anderen ist. Der Hexer. Hier gibt es so viele Wege. Oh, was war das? Ein Kerzenständer, ein Kronleuchter. Sag mal, ein Kerzenständer. Für was brauche ich bitte schön einen Kronleuchter? Kann ich mir den auf den Kopf setzen? Nein, kann ich nicht. Das ist wieder ein Safe Game. Ich glaube, die ganze Höhle ist einfach nur ein Loot-Fest. Da gibt es keine Story oder sowas. Oh, what? Funke der Vernichtung? Flammenberg des Zorns? Das Schwert können wir bestimmt nicht anziehen. Oh, das wäre cool. Nee. Aber den... Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier rum. Hier war ich noch nicht. Natürlich war ich hier noch nicht. Oh, cool. Hier kann man runterwerfen.
Komm, geh mal hier auf die Posi da. Jetzt kriegst du. Achtung, fällt er runter? Oh, na klar. Du Lutscher. Auf die Fresse gibt's hier for free. Boah. Sind das Schuhe? Heroische Schuhe. Das ist immerhin ein weiblicher Charakter, da müssen viele Schuhe droppen. Logisch. Ja, keine Waffe. Hauptsache Schuhe. Ich frage mich, ob man wirklich, ob jeder wirklich in einem Fantasy-Szenario Goldstücke in ein Fass rein deponiert. Wer macht denn sowas? In jedem Spiel findest du überall in irgendwelchen Fässern Gold. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal in Real Life ein Fass sehe, dann hau ich auch einfach drauf, oder? Stopp, hier geht's hier rum? Oh, durchs Wasser sogar. Juhu. Die Lichteffekte vor allen Dingen. Oh mein Gott, noch ein Boss. Der Barbat. Der Barbett. Ah, oh, guck mal, die Lebenspunkte. Weg, hüpf weg. Ab ins Wasser. Abtauchen. Ey, die laufen aber weit. Kann ich die kiten? Guck, jetzt kämpfst du. Oh mein Gott, sterb jetzt ja nicht. Ist ein klein wenig verwirrend. Wo geht's hier hoch? Hier? Hier? Nee. Hier? Nee. Ist es der? Nein. Da geht's hoch. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor dir. Oh, das ist der bestimmt. Das ist genau, das ist der Barbett. Das Loot-System ist ein klein wenig doof gemacht mit dem Aufsammeln, mit dem Plündern. Jedes Mal E drücken und dann auch nur, wenn du ganz, ganz nah da stehst. Nee, da behalte ich doch meins an, oder? Nee, behalte ich nicht. Mehr Angriff braucht die Welt. Speichern noch. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen, gegen den extrem schweren Boss zu kämpfen. Ah. Die dunkle Schwester scheint uns wohlgesonnen zu sein. Sie hat das letzte vom richtigen Weg abgekommene Kind zu uns geführt. Dann erfahrt jetzt die Gerechtigkeit der Legion am eigenen Leib, Hexe. Ha, das denke ich nicht. Aber da ihr jetzt hier seid, habt ihr uns den Ärger erspart, nach euch zu suchen. Oh mein Gott. Hier, roll, roll. Roll, wie du noch nie gerollt bist. What the fuck, was kann die? Yes. Das ist die Vera. Gegen die kann man nur mittags kämpfen, habe ich gehört.
Oh mein Gott, ich bin tot. Ein Glück habe ich gespeichert, aber ich würde sagen, wir lassen es für heute. Das Safe-Game-System vermisst mir jetzt auch ein klein wenig die Laune. Auch wenn ich erst vor dem Kampf gespeichert habe. Wir kehren mal zum Hauptmenü zurück. Was die kann? Krass. Tschüss, Dungeon Siege. Es war schön mit dir. Vielleicht spielen wir dich mal wieder. Weiter.